In deiner Gegend hat ein neuer Laden eröffnet. Ein richtiger Ramschladen. Aber zufälligerweise kann er dir deinen sehnlichsten Herzenswunsch erfüllen. Und macht dich damit abhängig. Zu einer Waffe. In einer kleinen Stadt, im Original Needful Things, spielt in der fiktiven kleinen Stadt Castle Rock, die ja auch schon in anderen King-Werken den Ort des Geschehens darstellte. Dort eröffnet eines Tages ein neuer Laden und dieser Ramschladen schafft es allen, die ihm einen Besuch abstatten, den perfekten Gegenstand darzubieten. Und der Preis ist für jeden Besucher und jede Besucherin genau angemessen, wenn es da nicht noch einen Haken gäbe. Man schließt im Grunde einen Pakt mit dem Teufel. Ich finde ja die Prämisse von diesem Buch unglaublich spannend. Sie hat alles, was ich mir von so einem Buch wünsche. Sie hat einen gruseligen, mystischen Bösewicht, der super undurchdringlich ist. Sie hat eine Thematik, die fast schon an Konsumkritik grenzt und die einen auch die Gefahr in seinen eigenen Träumen erkennen lässt. Ein perfektes Buch also? Naja, nicht ganz. Denn auf der anderen Seite ist dieses Buch einfach viel zu lang. Mit insgesamt 680 Seiten bietet dieses Buch eine 300-seitige Einführung, bis wirklich mal nennenswert was passiert und man das Gefühl hat, dass jetzt die eigentliche Handlung wirklich losgeht. Und selbst dann geht dieses Buch einfach noch unfassbar langsam vorwärts. Ja, der Laden und damit auch der Antagonist werden sehr schnell vorgestellt. Und auch der Prolog, finde ich, ist super interessant geschrieben, hat einen interessanten Schreibstil. Aber dann lernen wir einfach 200 bis 300 Seiten lang nur die Charaktere kennen, was selbst für King'sche Verhältnisse meines Erachtens viel zu lang ist. Das mag dem einen oder der anderen vielleicht gefallen, mir leider nicht. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass es für mich so gut wie keinen King gibt, der nicht zwischendurch mal ein bisschen langweilig wird. Damit habe ich zu leben gelernt, weil Stephen King Bücher einfach in der Regel super, super, super spannend sind. Aber dieses Buch in einer kleinen Stadt war diesbezüglich für mich einfach der absolute Overkill. Ich habe das wirklich so empfunden, dass es immer mal wieder zwar kurz spannend war, es gab sehr viele interessante Szenen, immer wenn im Grunde im Laden was stattgefunden hat, immer wenn Leland Gaunt vorkam, war es ziemlich spannend, aber alles andere war häufig sehr schnell langweilig, vor allem der Anfang in den ersten 300 Seiten, sage ich mal. Ich bin ja grundsätzlich keiner, der lange Bücher doof findet. Es mit seinen 1500 Seiten ist definitiv eins meiner Lieblingsbücher. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Prämisse dieses Buches, die ja eigentlich super interessant ist, einfach nur Stoff für vielleicht eine Kurzgeschichte oder sagen wir einen Kurzroman geboten hätte. Außerdem finde ich die Handlungen der Charaktere dafür, dass sie ja so ausführlich beschrieben wurden, viel zu oft viel zu unnachvollziehbar. Ich meine, egal was passiert, wer so reagiert wie die Leute in diesem Buch, der muss doch vorher schon den Knacks in der Birne gehabt haben, oder? Was mich nämlich an dieser Prämisse von diesem Buch so fasziniert, ist die Vorstellung, wie fragil doch jeder von uns tief in seinem Herzen ist und wie schnell es passiert, dass man seinen Träumen zu sehr nachhängt und sich ihnen letztlich auch ergibt. Und ich glaube, dass das auch das ist, was Stephen King uns mit diesem Buch sagen will. Zumindest dachte ich das am Anfang. Wenn ich jetzt aber dieses Buch lese, muss ich sagen, dass ich keinem der Charaktere, bis auf vielleicht zwei oder dreien, die Reaktionen wirklich abkaufe. Mit keiner davon kann ich mich identifizieren. Bei keiner habe ich wirklich das Gefühl, oh, das kann ich wirklich nachvollziehen, wie du jetzt reagierst. Entweder sind die meisten eh schon irgendwie verrückt oder Mr. Gaunt bringt sie auf irgendeine magische Weise dazu, durchzudrehen. Aber dann wäre diese Faszination, die ich gerade erwähnte, durch dieses Übernatürliche einfach zerstört. Ich meine, klar hat Mr. Gaunt definitiv bei allem Geschehenen da seine Finger im Spiel. Ich meine, darum geht's ja in diesem Buch. Aber für mich ist der Punkt, dass man denken soll, Mr. Gaunt hat nur Gefühle wachgerufen, die eh schon in jedem von uns sind. Und dieses Gefühl habe ich eigentlich nicht. Dennoch kann ich sagen, dass dieses Buch auch sehr viele, sehr emotionale und schon auch spannende Szenen geboten hat. Es war nicht durch die Bank weg langweilig. Es war einfach nur viel zu lange langweilig. Einer der Charaktere hat mir ja auch wirklich gut gefallen. Er war super gut ausgeführt. Ich konnte ihn super gut nachvollziehen. Ich konnte mich super gut mit ihm identifizieren und er hat mich wirklich
am Ende bis zu den Tränen gerührt. Auch das Ende ist meines Erachtens ziemlich gut gelungen. Es gab sogar einen Punkt gegen Ende des Buches, der mich meine vorherige Einstellung zu den Handlungen der Charaktere, die ich gerade schon erwähnt habe, nochmal überdenken lassen hat. Ich habe davor gesagt, diese Handlungen sind viel zu unmotiviert, viel zu unrealistisch, und am Ende habe ich nochmal gedacht, vielleicht ist das aber gerade auch der Punkt von dem Buch. Schade ist nur, dass ich dieses Gefühl einfach erst am Ende, auf den letzten 50 Seiten hatte. Abschließend kann ich sagen, dass dieses Buch eine unglaublich spannende Prämisse geboten hat, mit super vielen interessanten Ansätzen, und dass es auch sehr viele emotionale und spannende Szenen gab. Aber die können einfach nicht diese unglaubliche Länge von 860 Seiten wettmachen. Es hätte diesem Buch meiner Meinung nach definitiv nicht geschadet, wenn es um die 400 oder 500 Seiten kürzer gewesen wäre. Oder vielleicht sogar ein Kurzroman. Ja Leute, das war meine Meinung zu dem Buch. Ich bin ihm ja ein bisschen mit hohen Erwartungen entgegengegangen, weil zum Beispiel auch hinten drauf steht, es zählt zu Kings besten Werken. Aber leider, naja, bin ich ein bisschen enttäuscht davon. Ihr kennt jetzt meine Meinung, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, klickt auf Abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Klickt, wenn es euch gefallen hat, auf den Daumen nach oben oder zweimal nach unten. Das wäre mir auch recht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.